Ja, Gedanken. Gedanken von Mark Bellinghaus Raubal, der sich mal wieder in der Autobahnkapelle Ruxel befindet. Ihr hört, ich habe einen leichten Schluck auf, das habe ich ab und zu. Manchmal bleibt der ziemlich lang. Ich glaube, das ist vegetativ, weil ich momentan eine ganze Menge Stress habe, vor allem wegen der evangelischen Kirche, wegen meiner Aufarbeitung als Missbrauchsbetroffener, überlebender Opfer, wie auch immer du das nennen willst. Wie siehst du dich, wenn du mit 6,5 Jahren für 2,5 Jahre gequält worden bist, dein ganzes Leben lang das versteckt hast, runtergeknüppelt hast in deiner Schauspielkarriere, mit Grit Boettcher gespielt hast, mit Sean Connery, Sir Sean Connery gespielt hast, ihn getroffen hast, mit ihm geredet hast und alle diese Leute wussten, wer ich bin. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon richtig beschissen. Ja, vorhin ist mir leider was rausgerutscht in Haltern, da war ich in so einem Laden, wollte eine Mütze anprobieren und da sagte der irgendwie in einem belehrenden Ton, dass man das nicht dürfe, das könnte ja jeder machen und so. Und dann ist mir rausgerutscht, dass ich wegen Adolf Hitler missbraucht wurde als 6,5-Jähriger und dass sie mir seit meiner frühesten Kindheit immer so doofe, blöde Belehrungen die Leute sich ausgedacht haben, nur um mich zu nerven, um mich zu ärgern und zu quälen. Es ist natürlich klar, dass eine Carola von Seckendorf, eine Möchtegern-Schauspielerin, die nie den großen Sprung geschafft hat, die Provinzdiva, mich vor versammelter Mannschaft anbrüllt, ohne es auszusprechen. Frau von Seckendorf, Frau von Seckendorf, Sie tun mir leid. Sie hätten den Mut gehabt, vor der ganzen versammelten Mannschaft die Wahrheit zu sagen, ich will, dass dieser scheiß Hitler abhaut. Warum haben Sie das nicht gemacht? Ich wäre sofort gegangen, ich hätte gesagt, okay, die Frau hat Mut, die hat wenigstens die Wahrheit gesagt. Ja? Oder ein Theaterfritze, Remzi Al-Khaleesi, ein Araber, der mich einen schwulen Hitlerjuden nennt. Toll, gell? Der Kerl leitet die Schauspielgeschäfte im Theater Münster, ein Armutszeugnis für dieses Theater, wo ich Hausverbot habe. Ich könnte euch das vorstellen. Ein drittklassiges Haus, was wirklich eigentlich geschlossen gehört, weil es so dämlich ist und jede Vorstellung Nazi, 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 Nazi. Wisst ihr, was das für eine Reaktion auf Jugendliche und jüngere Leute hat? Die haben die Schnauze voll. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe nicht gewusst, wer ich bin. Kann ich irgendwas dafür, dass ich von Adolf Hitler und Gedi Raubal abstamme? Kann ich nicht. Und was kann ich dafür? Soll ich mich umbringen? Wollt ihr das? Nee, den Gefallen tue ich euch ganz bestimmt nicht. Also, Leute, die Kirche, die evangelische Kirche wird den Teufel tun, mit mich als Vorsitzenden einzusetzen. Klar nicht, ganz klar. Und so seht ihr, dass ich mir nichts ausdenke, dass alles wahr ist, was ich rausgefunden habe. Und der Hammer, tja, Jennifer, Jennifer, es weiß jeder, dass du die Macht hast, dass du mit mir verwandt bist und dass wir ein Kind haben, das Wunderkind. Und das war meine einzige eigentliche Berufung meines Lebens. I was made for loving you, baby. Da, da, da.
You were made for loving me. Kennt ihr das Lied von Kiss? Ja. Das habe ich früher immer ganz gut gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich selber betrifft. Dass ich nur dafür gemacht wurde.